Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Online-Gottesdienst heute am Sonntag Oculi, dem dritten Sonntag in der Passionszeit. Wir möchten heute den Gottesdienst zum Weltgebetstag feiern, der normalerweise jedes Jahr am ersten Freitag im März stattfindet. Der diesjährige Weltgebetstag wurde vorbereitet von Christinnen aus Vanuatu. Wir werden im Laufe des Gottesdienstes Näheres über dieses Land hören. In diesem Gottesdienst laden wir Frauen und Männer ein, gemeinsam mit uns danach zu fragen, was Christen in Vanuatu bewegt. Worauf baust du? Das ist die Frage, mit der uns die Frauen aus Vanuatu konfrontieren. Diese Frage wollen wir auch für unser Leben zulassen. Vorbereitet wurde der Gottesdienst von Katja Bernhardt, einem Teil der Gruppe Frauen im Gespräch und einem Musikteam. Nun freuen wir uns auf das erste Lied. Seid willkommen. Ich möchte Sie zum Gebet einladen. Guter Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anbeginn an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Danke, dass der Weltgebetstag seit Jahren Christen auf der ganzen Welt verbindet. Heute, in diesem Gottesdienst, denken wir in besonderer Weise an die Menschen auf Vanuatu. Wir danken dir für diesen besonderen Inselstaat im Pazifischen Ozean. Wir bitten dich, öffne in diesem Gottesdienst unser Herz für die Menschen, die dort leben. Öffne unser Herz, aber auch für dich und dein Wort. Sprich du in unser Leben. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Vielleicht haben Sie seit mehr als einem Jahr Lust auf Urlaub, dann entführe ich Sie jetzt und nehme Sie mit auf die Reise nach Vanuatu. Wissen Sie, wo Vanuatu liegt? Die meisten von uns hatten Vanuatu bislang wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Vanuatu ist eine aus 83 Inseln bestehende Inselgruppe im Südpazifik, östlich von Australien, westlich von Fidschi. 67 der insgesamt 83 Inseln sind bewohnt. Und das ganze Gebiet ist etwa 2,5-mal so groß wie Deutschland. Insgesamt leben etwa 300.000 Menschen auf Vanuatu. Die meisten davon in kleinen Dörfern, von denen manche nur vom Meer aus oder über schmale Pfade im Regenwald erreichbar sind. 1980 wurde Vanuatu unabhängig. Seit 1887 hatten Frankreich und Großbritannien das Land unter dem Namen Neue Hebriden verwaltet. Weltweit ist Vanuatu das Land mit der größten Sprachendichte. Aktiv werden dort noch mehr als 100 Sprachen gesprochen. Für die nationale Einheit ist die gemeinsame Sprache Bislama wichtig. Das Nationalwappen bedeutet so viel wie mit Gott bestehen wir. Rund 85% der Bevölkerung in Vanuatu sind Christen. Im 19. und 20. Jahrhundert entsandten viele westliche Kirchen Missionare und Missionarinnen auf die Inseln. Und mit der Verbreitung des Christentums und des Evangeliums fand auch der Kannibalismus endlich ein Ende. Heute prägt der Glaube die Lebenswirklichkeit. Und die Kirche genießt einen ganz großen Stellenwert auf Vanuatu. Vanuatu gilt aber weltweit auch als das Land, das am allermeisten vom Klimawandel bedroht ist. Tropische Wirbelstürme werden immer mehr. Im Jahr 2015 tobte zum Beispiel der Zyklon Pam mit Windgeschwindigkeiten von über 280 km/h über Vanuatu und zerstörte ganz, ganz viel und mehr als 90% aller Häuser. Für Frauen ist das Leben auf Vanuatu ziemlich schwer. Laut einer Umfrage haben 2/3 aller Frauen in ihrem Leben bereits Gewalt erlebt. 20% davon mit bleibenden Schäden. Die Frauen müssen sich sehr den Männern unterordnen. Frauen sind grundsätzlich dafür verantwortlich, dass es den Männern gut geht und dass die Familie zu essen hat. Sie sorgen dafür, dass Obst und Gemüse wachsen und angebaut werden und verkaufen die Sachen anschließend auf dem Markt. Ebenso sind sie dafür verantwortlich, dass die Familien irgendwie das Schulgeld für die Kinder zusammenbekommen. Vanuatu selbst besitzt keine großen Bodenschätze und die größte Haupteinnahmequelle ist der Tourismus. Gerne wird dieses Land als eins der letzten Paradiese der Welt angepriesen. Vielleicht auch deshalb, weil keine ganz gefährlichen Tiere dort leben. Es gibt keine giftigen Schlangen und keine Skorpione. Den großen Profit mit dem Tourismus machen allerdings nicht die Menschen auf Vanuatu, sondern ausländische Unternehmen. Mit Kreuzfahrtschiffen kommen die Touristen nach Vanuatu. Und seit der Corona-Pandemie ist der Tourismus komplett eingebrochen. Das Land hat die Grenzen dicht gemacht, um sich vor Corona selbst zu schützen. Aber so wird die Armut eben jetzt auch immer noch größer. So viel zum Land Vanuatu
Und wenn Sie mehr wissen möchten, dann finden Sie im Internet jetzt auch ganz, ganz viele Informationen, viele schöne kleine Filme, die Sie angucken können und wo Sie das Urlaubsfeeling noch ein Stück mehr aufleben lassen können. In God we stand, sheltered in His hand. In God we stand, yes we stand. Amen. Sag mir, wer schuf das Leben der ganzen Welt? Und wer ist es, der dich und der mich in seiner Hand stets hält? Gott allein, Schöpfer allen Seins. Ich will auf Gott bauen, bestimmt stets vertrauen. Mein fester Grund zu jeder Halt gibt, ist Beten weltweit vereint. Solidarität kann Menschen Kraftquelle sein. Genau jetzt beten Tausende nicht allein. Vertrauen, der feste Grund zu Jesus.
Dato für den diesjährigen Weltgebetstag ausgesucht haben, steht im Matthäusevangelium. Ich lese aus Matthäus 7 die Verse 24 bis 27. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten und Regen fällt herab. Es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden einer unvernünftigen Frau, einem dummen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Sand bauten und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme werden wehen und prallen in dieses Haus. Da stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein. Laut einer Umfrage leben auf Vanuatu die glücklichsten Menschen der Welt. Irgendwie ist das ja auch kein Wunder, denn auf Vanuatu findet man ja gefühlt fast alles, was ein Herz glücklich machen kann. Traumstrände, blaues Wasser, Regenwälder, tropische Früchte, Tiere, die nicht ganz so gefährlich sind, Kokospalmen. Vanuatu, das klingt nach Urlaub, nach Südsee-Feeling pur. Aber wir haben es eben schon gehört, dieses Leben auf Vanuatu, es ist bedroht. Der Weltrisikobericht stuft Vanuatu seit 2016 als das am stärksten gefährdetste Land der Welt im Blick auf Naturkatastrophen ein. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel rasant an, die Ozeane sind mit Plastik verschmutzt, Korallenriffe vom Aussterben bedroht. Vulkanausbrüche und Wirbelstürme gefährden das Leben der Menschen fast tagtäglich. 2015 zog der Zyklon Palm 2 über Vanuatu und hat fast alles zerstört. Danach malte die Künstlerin Juliette Pitard das Bild, das das diesjährige Weltgebetstagsmotiv ist. Auf den ersten Blick wirkt dieses Bild fast romantisch. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann erkennt man im Hintergrund den Sturm, die vom Wind gepeitschten Palmen, das tosende Meer und dann einige Kreuze, die für die vielen Opfer der Wirbelstürme stehen. Im Vordergrund, da beugt sich eine Frau schützend über ihr Kind. Betend vertraut sie sich Gott an. Mitten im Sturm, da weiß sie, Gott ist ihre Zuversicht, Gott ist ihre Hoffnung. Und wir ahnen, das Leben auf Vanuatu ist doch so ganz anders als das Leben bei uns hier in Deutschland. Und trotzdem hören wir als Christen auf dasselbe Evangelium. Und wir fragen eben danach, was hat denn diese Geschichte vom Hausbau, die wir eben in der Lesung gehört haben, was hat sie für eine Bedeutung für die Menschen auf Vanuatu, aber dann eben auch für uns? Diese Geschichte erzählt Jesus ja ganz am Ende der Bergpredigt. Und tatsächlich hat er wahrscheinlich all das im Blick gehabt, was er vorher den Menschen erzählt hat. Wir erinnern uns mal ein Stück. Er sprach zum Beispiel davon, wie sie Salz und Licht sein können in dieser Welt. Und dass es so wichtig ist, einander zu vergeben und sogar die Feinde zu lieben. Er betonte, wie wichtig und wertvoll Beten ist
und er lehrte sie das Vaterunser. Und dann eben ganz am Schluss, da fordert er seine Zuhörer auf und sagt: Jetzt habt ihr doch all das von mir gehört. Und nun lebt auch danach. Denn wenn ihr danach lebt, dann gleicht ihr eben dem Mann, der sein Haus auf festen Grund baut. Wenn ihr allerdings meine Worte nur hört und dann nicht danach lebt, dann gleicht ihr dem Mann, der sein Haus sozusagen in den Sand setzt. Wenn die Lebensstürme über euch hinwegfegen, spätestens dann wird sich zeigen, ob euer Fundament trägt. Wer meine Worte hört und sie auch tut, der hat ein tragfähiges Fundament. Ums Hören und ums Tun geht es in dieser Geschichte. Aber wer es beim Hören belässt, der baut auf Sand. Und wie oft kann das im Alltag passieren, dass wir es selbst einfach nur beim Hören belassen? Zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr wieder raus. Glaube und Handeln, das betont Jesus hier, das gehört einfach zusammen. Das kann man nicht trennen. Mein Handeln, aber auch mein Unterlassen wird Konsequenzen haben. Das Geheimnis dieses Predigttextes liegt wohl darin, wie sich die Botschaft von Jesus mit dem eigenen Leben verbindet. Wie ist das eigentlich bei mir? Wie gehe ich denn mit den Worten von Jesus um? Haben sie Einfluss auf mein Leben? Bin ich selbst fest verwurzelt in Gottes Wort und im Vertrauen auf ihn? Was ist denn, wenn über mein Leben die Stürme hinwegwehen? Fühle ich mich geborgen und gehalten von Jesus? Vielleicht so wie die Frau auf dem Bild, wohl wissend, dass das Leben um mich tobt, aber vertrauen, dass Jesus da ist? Oder ist mein Fundament, mein Glaube so lose, dass vielleicht schon ein kleiner Windhauch reicht, um mich auszureißen und zu entwurzeln? Wie jedes Haus, so braucht auch mein Lebenshaus ein gutes Fundament. Es braucht diesen Boden, auf dem ich ermutigt werde. Es braucht den Boden, wo tröstende Worte gesprochen werden, wo ich gestärkt werde. Es braucht den Boden, wo Gott mir sagt, du bist bedingungslos geliebt. Es braucht den Boden, der mich befreit von Zweifeln und Selbstrechtfertigungen. Es braucht den Boden, der mich erfahren lässt, dass Gottes Geist in mir wohnt und mich ermutigt, die nötigen Schritte zu gehen. Wer auf meine Worte hört und sie tut, sagt Jesus, der hat genau dieses Fundament. Die Christen auf Vanuatu, sie haben ihr Fundament in Gott gefunden. In God we stand, heißt es auf ihrem Wappen. Und wir? Gerade jetzt, wo der Sturm der weltweiten Corona-Pandemie über uns hinwegfegt, stellt sich die Frage ganz deutlich. Ist unser Gottvertrauen so groß, wie wir meinen? Und sind wir als Christen tatsächlich bereit, das zu tun, wozu Jesus uns auffordert? Die Frauen von Vanuatu laden uns ein, mal ehrlich zu überprüfen, worauf wir unser Leben gebaut haben. Hören und tun, das ist es, was Jesus von uns erwartet. Und er verspricht, wenn du dich auf mich verlässt, dann stehst du doch auf sicherem Grund. Dann bist du in den Stürmen deines Lebens bei mir geborgen. Amen.
mit den Menschen auf Vanuatu und der ganzen Welt verbinden. Zwischen den einzelnen Fürbitten rufen wir gemeinsam: Herr, erbarme dich. Guter Gott, wir danken dir für Vanuatu. Wir staunen über dieses kleine Südseeparadies und deine wunderbare Schöpfung. Wir danken dir für die Vielfalt in der Natur, für Tiere und Pflanzen, die du geschaffen hast. Wir danken dir für die Christen, die in Vanuatu für dich und deine Botschaft einstehen und sich zu dir bekennen. Wir beten für die Regierenden, dass das ganze Volk von Vanuatu Segen sind, dass sie stärken im Glauben. Gemeinsam rufen wir: Herr, erbarme dich. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischen und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen Orten auf der Welt. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Guter Gott, wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Schütze sie vor Katastrophen und Leiden. Heile die Verwundeten sind, und schenke ihnen neue Hoffnung. Wir beten für alle Menschen auf dieser Erde, die durch die Corona-Pandemie besonders bedroht sind. Wir bitten dich, mach du dieser Pandemie ein Ende und lehre uns deinen Weg in dieser Krise. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Guter Gott, du siehst auch uns in unser Lebenshaus. Du kennst die Stürme, die uns ganz persönlich bedrohen. Vergib uns, wo wir dich aus den Augen verloren haben, wo wir uns an falsche Sicherheiten gehangen haben. Lass uns erkennen, dass du das beste Fundament unseres Lebens bist. In der Stille bringen wir dir das,
was uns an diesem Morgen persönlich bewegt. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte nur eine kurze Information zur Kollekte geben. Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen und finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit über 100 Projekte unterstützen, die Frauen und Kinder stärken. Und so bitten wir Sie auch heute um Ihre Unterstützung. Im Chat sehen Sie nun den Button Spende eingeblendet. Wenn Sie dort draufklicken, dann werden Sie direkt weitergeleitet und können online für die Projekte des Weltgebetstages spenden. Alternativ besteht dort die Möglichkeit, eine Spende für die eigene Gemeinde zu geben. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung. Nun möchte ich am Schluss Danke sagen an alle, die diesen Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Namen sollten jetzt eingeblendet werden. Herzlichen Dank an Herrn von Schumann, der uns die Flagge von Vanuatu gemalt hat, und an Ilona Weisel, die uns zur Dekoration eine Anzahl von Hibiskusblüten gebastelt hat. Hibiskus ist die Nationalblume von Vanuatu. Vielen herzlichen Dank an Sascha Holzhauer und das Technikteam und an Frau Brückmann, die uns die Kirche vorgewärmt hat. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag. Wir feiern Frühgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche Dagobertshausen und um 18 Uhr einen Kreuz- und Quergottesdienst hier in Malsfeld. Und da sagte mir Herr Lambach, es kommt darauf an, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter so ist, dass wir draußen feiern können, ist es ein Präsenzgottesdienst vor dem Pfarrhaus. Wenn das Wetter schlecht ist und wir müssen hier in die Kirche gehen, dann ist es eben nur ein Online-Gottesdienst, so wie heute Morgen. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht in Lukas 9, Vers 62. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir haben jetzt zwar noch Vormittag, aber für viele Gottesdienstbesucher des Weltgebetstages ist das Schlusslied am ersten Freitag im März emotional sehr wichtig. Der Tag ist um. Das hören wir jetzt. Ich freue mich drauf. Thank you.
Normalerweise würden wir Sie jetzt einladen und hätten viele Köstlichkeiten aus Vanuatu vorbereitet. Süßes, Herzhaftes, all das würde es jetzt geben. Und so hoffen wir, weil das in diesem Jahr nicht geht, dass es im nächsten Jahr möglich ist. Und ich denke, Sie haben zu Hause jetzt leckeres Mittagessen und können es sich trotzdem gut gehen lassen. Alle, die die Worte Jesu hören und tun, sind kluge Menschen. Und ihr Haus wird den Fluten standhalten. So geht mit Gottes Segen und baut eure Häuser auf den Worten von Jesus. Geht mit der Einsicht, dass wir als Christen Verantwortung tragen für alle Menschen. Geht mit der Absicht, in Wort und Tat einzustehen für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Geht mit der Aussicht, dass Jesus euch begegnet, wenn ihr dem Geringsten seiner Brüder und Schwestern Gutes tut. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.